Hallo meine Lieben, hi aus Hamburg. Ich bin so glücklich, wenn ich in Deutschland bin. Ich fühle mich hier einfach heimelig. Und Deutschland ist nicht so anders wie Wien oder halt Österreich, aber irgendwie schon. Es ist einfach, es ist für mich ein anderer Vibe. Ich kann es dir gar nicht so richtig beschreiben. Wir sind seit Samstag da. Laura und ich sind zu Sophie gefahren. Hier mit ihr die Tage verbracht. Laura ist jetzt beruflich in einem Hotel umgesiedelt. Und jetzt auf ihrer Pressereise und ich arbeite hier im Homeoffice. Ich habe gerade meine E-Mail gehört, bin heute schon seit 9 Uhr arbeiten. Jetzt ist 16 Uhr. Aber die Zeit verging heute ultra schnell. Und heute Abend ist eigentlich schon der letzte Abend. Sophie und ich gehen nochmal essen. Ich bin auch noch im Schlafanzug. Gehen nochmal essen in etwas, was sie rausgesucht für uns hat und was total cool aussieht. Und dann geht es wieder nach Wien. Morgen Abend, nach der Arbeit. Also es wird nochmal spannend, aber ich liebe das kosmopolitische Leben. Die Woche wird nochmal voll und dann kriege ich am Samstag Besuch und dann habe ich auch Urlaub. Dann 2 Tage von nächster Woche und dann auch noch Freitag Urlaub. Also jetzt kehren mal ruhigere Zeiten langsam ein, finde ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin zurück in Wien. Ich habe gerade gesehen, dass ich ja irgendwie Montag wieder so schön Hallo gesagt habe, aber ich habe in Hamburg leider gar nichts mehr gefilmt. Ich saß aber auch wirklich nur vorm Laptop und habe gearbeitet. Jetzt so im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich hätte mir Montag einfach frei nehmen sollen. Aber man ist ja dann manchmal so ambitious. Ambitious ist eigentlich das falsche Wort. So pflichttreu. Man ist so pflichttreu und denkt sich, mache ich den Arbeitstag lieber, hebe ich mir den auf, weil es ist so viel zu tun. Aber nee, ich war in Hamburg und ich liebe diese Stadt. Ich liebe diese Stadt so sehr, dass ich mir wirklich, wirklich, also es ist jetzt kein Witz, überlege hinzuziehen, vielleicht so nächstes Jahr oder so. Oder, und jetzt ist die Frage an euch, für 3 Monate so eine Art Wohnungstausch zu machen. Wer von euch wohnt in Hamburg und hätte Lust, mit mir mal 3 Monate Wohnung zu tauschen? Müssten wir natürlich irgendwie Preise und so schauen, wie wir da zurechtkommen. Aber ich spreche das jetzt einfach mal ins Universum. Wenn es klappt, dann klappt es irgendwie. Wenn nicht, dann nicht. Aber vielleicht ergibt sich ja was. Ich kenne euch ja. Es hat sich schon so viel ergeben über diese Worte, die hier raussprudeln und in eure Augen rein. Ja. Ich habe heute keinen chilligen Abend, an dem ich erstmal wieder in Wien ankommen kann, sondern es ist Philosophie. Es ist der Philosophie-Mittwoch und ich habe auch gerade schon eine Dosis Martha bekommen und ich muss sagen, ich liebe diese Frau. Ich habe nämlich gestern ein Interview gelesen in der Zeit mit einer Biologieprofessorin oder halt Dozentin mehr oder weniger aus Harvard. Ihr wisst schon, die Uni, die Prestige-Uni, die als transphob bezeichnet wurde, weil sie gesagt hat, es gibt nur 2 Geschlechter und die sozusagen ihren Job verloren hat, etc. pp. Sie hat ein Interview gegeben und ich hatte letztens erst mit Martha über dieses Thema 2 Geschlechter gesprochen und ich habe dann Martha dieses ganze Interview geschickt und gemeint, was sagen wir dazu? Und Martha hat mir eine 15 Minuten Sprachnachricht gemacht. Sie hat sich Notizen gemacht und alles. Das habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte, Martha sagt jetzt so, ja, sie redet halt Quatsch oder halt irgendwie sowas Kurzes. Aber Martha ist da richtig reingegangen, sie hat alles recherchiert, auch nochmal so, keine Ahnung, die Organisation, die sie jetzt unterstützt, ihre Forschung, weil sie ist jetzt sozusagen, kriegt von Harvard irgendwie kein Geld mehr. Ich will ja kein Falschwissen verbreiten, aber ich würde Martha so gern pushen. Ich habe so viele Freunde, die so tolle Sachen machen. Und jetzt, wenn ich habe ihr jetzt noch nicht geantwortet, sondern ich sehe sie ja gleich auf Arbeit und ich werde ihr sagen, Martha, wir müssen das eigentlich, diese Sprachnachricht könnte man so, wie sie ist, an die Zeit schicken. Und mit Martha, der Gender Studies Expertin, ein Gegeninterview sozusagen drucken. Weil das so wertvoll ist, was sie da alles gesagt hat. Und so sympathisch, sie macht das auch so sympathisch, nicht so von oben herab oder so, sondern einfach so ganz sympathisch und faktenbasiert. Und ach toll einfach, sie wird mich das niemals an die Zeit schicken lassen. Aber ich wünschte, ich bin auch ganz sicher, viele von euch geht es so oder sind so. Einfach, wir haben alle so viele gute Gedanken und aus Angst, irgendwie nicht gut genug zu sein oder dass es halt nur eine Sprachnachricht ist, nutzen wir die Chance nicht, das irgendwie in die Welt zu tragen. Vielleicht will sie es auch wirklich gar nicht. Aber ich finde, das gehört in die Welt, weil mehr Leute müssten sich damit beschäftigen.
Ich werde es auf sie einreden. Das nur damit. Also, wenn ich euch was sagen kann. Heute ist übrigens der 20.03. Das neue Jahr hat begonnen. Sozusagen aufs Astrologische bezogen. Das neue energetische Jahr. Es ist jetzt offiziell das Sonnenjahr 2024. Herzlich willkommen. Ich sehe heute aus wie ein Sonnenschein, oder nicht? Das heißt, in diesem Jahr trauen wir uns mehr. In diesem Jahr haben wir mehr Mut, raus mit dem, was wir rauspushen wollen, rauszugehen. Also was ich sagen will, wenn man nicht raus will, dann muss man auch nicht raus. Aber wenn man was in sich trägt und man, eigentlich ist der Wunsch, hey, die Welt sollte davon erfahren, theoretisch, let's do it. Was gibt es zu verlieren? Die Zeit kann ja immer noch Nein sagen. Die Mater, die wissen nobody. Wir drucken das nicht ab. Aber man kann es versuchen. Wisst ihr, was ich meine? Gut. Ich laufe jetzt los. Heute ist kein Podcast erschienen, weil wir nicht den Mut hatten, Laura und ich. Nein, wir haben eine Folge aufgenommen. Ich fand sie eigentlich ganz cool. Man vergisst dann auch immer, was man gesagt hat, aber wir waren nicht so 100% happy damit und dann haben wir gesagt, lassen wir sie lieber hinter uns, kill your darlings und nehmen wir lieber was Neues auf. Der Druck, was ich jetzt auch neulich schon mal gesagt habe, immer das Mittwoch, Freitag, Sonntag, was kommt, den machen wir uns ja selbst. Ja? Und deswegen haben wir jetzt mal eine Woche kurz Pause, sammeln uns und reden dann über alle Neuigkeiten. Auch was Dating und so angeht, ist nämlich schon wieder viel passiert. See you later. Martha, wie groß ist die Vorfreude heute auf Philosophie? Ja, körperlich geht es mir nicht so gut, aber ich freue mich. Mental ist alles top. Genau, mental ist wirklich, bin ich super fit. Ich habe mir vorgenommen, für diesen Teil des Vlogs Martha nicht mehr reinzureden, weil da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das letztes Mal viel gemacht habe. Das ist nicht so nett. Viel gemacht habe, deswegen Martha, hier ist dein Moment. Ich habe gar nichts zu sagen. Das passiert dann nämlich, weil alle anderen sind langweilig, immer nur ich habe die Facts. Also das kannst du sowieso nicht reinschneiden, das sieht mir viel zu schlimm aus. Das machen wir, wir sehen auch nicht immer gut aus. Oh Gott, das Licht hier. Weil wir so schön... Nee. Wieso? Das ergibt viel mehr Sinn, da lang zu gehen, wir wollen doch so beschaut haben. Was ist... Achso, jetzt wird wieder hier. Was ist ein Punkt, der dir vom letzten Mal noch richtig hängen geblieben ist? Übrigens, von der Vorlesung? Oh, ich wollte nicht reinreden, aber wieder Vlogging in Public. Ich balanciere auf meiner Menschen. Komfortzone ja. Am Rand. So, Martha, dein Moment. Was ist mir in den Kopf geblieben? Zwei Flaschen Wein sind der gleiche, haben den gleichen Tauschwert. Ich weiß überhaupt nicht, ob das noch stimmt mit Tauschwert. Wie eine Jeans und eine Taxifahrt. Das ist mir hängen geblieben vom letzten Mal. Das war's. Und, das ist ja aber nur metaphorisch gesprochen. Was genau bedeutet das? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Hätte ich mal meinem schlauen Büchchen weitergelesen. Das bedeutet, dass es auch, also es ist nicht individuell, wird dieser Tauschwert nicht festgemacht, sondern gesellschaftlich, stimmt's? Ich glaube schon, ja. Oh Gott. Alter, fragt uns nicht bezüglich Fragen. Ich kann euch dann mal zeigen, was Martha mitschreibt. Ja. Sorry, ich habe dir schon wieder reingeredet. Dann, was du mitschreibst. Ja, ich schreibe auf dem Stuhl, ich mich suhl, in Hosenposen. Und sowas. Martha, Tauschwert ist zwei Flaschen Wein mit Hosen. Ich muss die Prüfung am Ende schreiben. Ja. Freunde, also ich muss gar nicht, Maxe auch freiwillig. Muss man dazu sagen. Studieren ist ein Privileg. Das stimmt. Aber in Wien zahlt man nur 20 Euro Semestergebühr, also kommt alle nach Wien. Und es gibt keinen C. Das stimmt. Und man kann einfach so in die Vorlesung gehen. Huch! Das ist übrigens die Frau der Stunde, von der ich heute Morgen sprach. Sie? Ist Expertin für Gender Studies. Falls ihr mal irgendwie was braucht, meldet euch bei ihr. Genau. Ich habe heute gesagt, alle meine so gesellschaftspolitisch relevanten Entscheidungen mache ich an Marthas Meinung fest. Was natürlich eine ganz dumme Idee ist. Ich sage immer, Martha, wie stehen wir dazu? Dann sagt Martha was und ich so, okay. Das ist natürlich nur ein Witz, ich habe auch ein eigenes Gehirn. Aber ich liebe es auch ein bisschen. Aber ja, manche Leute kennen sich einfach besser aus mit Dingen, wie zum Beispiel Martha. Und deswegen will ich auch mein Kind Marla nennen.
Weil da dachte ich, verarsche kleine Pfadfinderkinder. Ja, das stimmt. I don't. Ich habe schon mal ein Los bei denen gekauft. Jetzt reicht es auch mal nach 2 Euro, die da investiert wurden. Das sind hier wieder Perspektiven. Hier traue ich mich nicht zu vloggen. Wir haben gerade jemanden aus der jemanden getroffen aus meinem früheren Leben. Na, wir haben uns dann unterhalten. Es war nee, alles gut. Es war ein Freund von meinem Ex-Freund. Es war aber sehr nett, mit ihm zu reden. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe: Wie kommt man dazu, den Pretty Boy anzuschauen und dann aber den extrem Pretty Boy, den Pretty Boy auszuziehen? Ja, die Frage stelle ich mir nicht häufig. Aber ja, weil du es erfolgreich schon gemacht hast. Genau. Ich auch, aber nicht so, dass es jetzt hält. Muss noch ein neuer her. Das heißt, und der hätte es sein können. Und ich stand jetzt, also Martha, ich stand da jetzt wirklich im Sicht. Ja, der existiert ja noch in unserem Leben. Ich stand im Sichtfeld, er hat mich einmal nicht angeschaut. Ich habe ihn die ganze Zeit angeschaut. Ja. Oder er war einfach extrem eingeschüchtert. Er war extrem schüchtern. Weil er noch nie jemanden mit Turban gesehen hat. Ah. Martha, machen wir heute wieder What's in my Backtag? Der wird dann sehr umfangreich. Wie exklusiv ist das Buch heute? Hannah Arendt haben wir nicht dabei diesmal. Nur nee. Marx, Kritik an der Ökonomie. Genau. Und noch ein neues Warte, Buch. Ich kann es zeigen. Das zeigen wir natürlich sehr stolz. Ich zeige es natürlich, welche Bücher ich dabei habe. Ne? Kommen wir also mal ins Licht. Darüber profilieren wir uns. Lest mir Bücher. Kauft aber nicht auf Medimops, weil da verdienen die Autorinnen nichts. Martha kauft immer auf Medimops. Schlechter Freund. Also einmal habe ich... Okay. Ist das okay? Die Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich. Und das ist das ist so die Basis der Vorlesung, die wir besuchen. Da geht er halt ein auf Marx' Kritik der politischen Ökonomie. Das ist der Untertitel vom Kapital. Dann habe ich dabei Didier Eribon, eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Das ist das neue Buch von Didier Eribon. Ich kann kein Französisch, deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, also das. Mein Lieblingsbuch ist vom selben Autor. Rückkehr nach Reims. I don't know, I'm not French. Ist ein sehr, sehr tolles Buch, wo es in erster Linie mal auch um seinen Vater geht, aber auch sehr viel um Klasse. Und jetzt geht es halt um seine Mama. Und bisher liebe ich's. Ich kann diesen Autor nur empfehlen. I'm obsessed. Ich habe eine Cappy, wo sein Name draufsteht. Ja. So weit geht die Obsession. Ich habe alles schon ausgeschaltet. Vielleicht ziehe ich das nächste Mal an. Also du hast die Kamera schon ausgeschalten? Nee. Das wäre ja noch... Also ich wollte ja heute deine Plattform geben. Du hast jetzt hier die Plattform. Für was möchtest du sie kurz nutzen? Na, die habe ich ja gerade genutzt. Dafür? Ja. Ja, sag doch noch was. Okay, und sag jetzt noch was inhaltlich Spannendes. Was? boah, nee, da musst du mir erst einen konkreten Rahmen geben. Einen thematischen Bezug. Okay. Was tun? Was tun? Mhm. Also wir haben uns ja gerade dafür entschieden, nicht mehr an der Talkrunde, die immer an die Vorlesung anschließt, teilzunehmen. Obwohl da der Pretty Boy war. Genau, obwohl der da hingegangen ist. Ist aber auch wieder Red Flag, weil dann ist ja einer von denen, die... Glaube ich aber gar nicht. Ich habe übrigens gerade erfahren, dass diese Vorlesung gar nicht Philosophie ist, sondern irgendwie internationale Beziehungen, Politik irgendwas. Internationale Entwicklung. Das ist gar nicht Philosophie. Das habe ich aber eh schon gesagt, dass sie sehr Politikwissenschaft. Ich studiere internationale Entwicklung, klingt natürlich auch gut, aber naja. Okay. Marx war auch Philosoph, aber in erster Linie halt mal aber Schatz, Ökonomiekritiker. Maus. Was wolltest du jetzt sagen zum Thema? Achso, was jetzt tun? Ja, was wir jetzt tun, ist ja auch Reproduktionsarbeit sozusagen. Die Arbeit, die nicht die im Kapitalismus nutzlos ist. Ja, wäre schön. Aber nein, wir gehen jetzt nach Hause und entspannen uns. Lesen was. Ich packe deinen Koffer aus, damit ich ihn genau. Morgen zu dir mitbringen kann. Nora bringt meinen Koffer morgen mit. Ist entspannende Reproduktion? Ja, natürlich. Weil sonst aber wir könnten ich produziere ja nicht.
Ja, deswegen ist es Reproduktion. Wir müssten ja, also wenn wir nicht, uns nicht entspannen würden, wenn wir uns nicht entspannen würden, dann könnten wir ja gar nicht produzieren. Und die Reproduktionsarbeit ist sozusagen alles, was dahinter noch steht. Reproduktionsarbeit ist auch, dass wir eigentlich morgens duschen gehen und so, uns fertig machen für die Arbeit. Boah, das sage ich jetzt immer. Ich gehe mich mal reproduzieren. Dass wir uns was zu essen machen, damit wir nicht hungrig sind auf der Arbeit. Dass wir unser Zuhause sauber halten. Aber es zielt alles darauf ab, dass wir arbeiten am Ende? Genau. Na toll. Im Kapitalismus natürlich schon, ja. Ach so. Gibt es im Marxismus, Kommunismus? Im Kommunismus gibt es Zeit zu entspannen. Gibt es ja keine Reproduktion. Heißt das anders? Doch, da wird es auch Reproduktionsarbeit geben. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Das, die Frage ist auch, ob die Reproduktionsarbeit dann halt einen Wert bekommt. Aber Leute, es tut mir super leid, das ist alles nicht Sensibility geproved auf Verständlichkeit, was wir hier reden. Ja, das, Nora schneidet da auch noch ein bisschen was raus. Ich habe jetzt so viele Sachen geredet, von denen ich, naja, im unteren Durchschnitt Ahnung habe. Ja, ich sag wieder Tschüss, hier ist wieder das Parlament. Freunde der Sonne, wir steigen jetzt in die U-Bahn, gehen uns reproduzieren. Genau. Und dann geht's morgen wieder auf die Maloche. Auf die Lohnarbeit. Bussi! Hallo meine Lieben, wir haben es Donnerstag, ein weiterer Frühlingstag. Ich glaube, es wird heute so ca. 17 Grad. Die Freude ist groß. Ich hatte heute gerade noch einen längeren Morgen, weil ich heute Martha ihren Koffer wieder mit zurückbringe, deswegen meinen Spaziergang leider nicht mache, sondern mit der U-Bahn durchfahre. Ich habe noch Wäsche aufgehangen, weil das wollte ich lieber jetzt machen, als am Wochenende, wenn ich Besuch bekomme. Heute Abend wird nochmal ein langer Tag. Weil ich Bewusstsein-Meeting habe und wahrscheinlich diesen Vlog hier schauen will. Deswegen sage ich euch auch jetzt schon Tschüss. Hoffe, ihr habt es genossen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim Podcast einschaltet. Folgt uns auch unbedingt auf Instagram auf doitforthepod_cast. Ich verlinke es nochmal in der Infobox. Da kommt häufiger was. Laura und ich haben gestern auch gestartet und ich auch. So irgendwie sowieso ist das jetzt eine Form von mir mehr chaotic auf Instagram zu sein. Einfach zu machen, nicht so viel nachzudenken, einfach auch mal in die Kamera zu sprechen. Das hat gestern irgendwie Urspaß gemacht. Also wenn man den Kopf und die Lust drauf hat, dann macht das halt einfach Spaß. Und ich sehe den Reiz darin sehr. Gestern bei Philosophie hatte ich auch sehr viele Gedanken zum Thema, wie stellen wir uns da auf Social Media. Da geht es auch in meinem Newsletter darum. Der kam jetzt 2 Wochen nicht. Es ist einfach, ich musste einfach gerade gucken, dass ich mich wieder hinbekomme und mich nicht, ja, mental verliere in der Arbeit. Aber jetzt habe ich das perfekte Thema. Kleine Social Media Recherche wurde gemacht. Den solltet ihr auch auf jeden Fall abonnieren. Link auch in der Infobox. Ich mache jetzt einfach jedes Video Shameless Self Promo, weil manche Leute, das habe ich auch in meinem Podcast in Philosophie gestern überlegt, muss man zu ihrem Glück zwingen. Und ich denke da immer an Katja Krasavice, wie krass die damals ihre so, sie hatte immer so Boxen von ihrer Musik Deluxe-Dingern. Und die hat so viel Werbung dafür gemacht und dass es was ausverkauft ist, bla bla bla. Und ihr könnt dann. Und irgendwann hat es auch der Letzte gekauft. Und ich muss euch gefühlt auch manchmal zu eurem Glück zwingen. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen mehr Shameless Self-Promo ab so für den Podcast, für den Newsletter und natürlich für On and Off. Kauft mein Buch. und Leas Buch, wir würden uns sehr freuen. Es stand auch in Hamburg, weil wir so Buchladen, wie hieß denn der? Heimann oder so. Wir haben das so gesucht, nicht gefunden und auf einmal stand es so im Regal, aber so nach vorn, also auf einer Extrawand. Das war schon sick. Wie es da steht, ist das eine. Ob ihr es kauft, ist das andere. Aber bitte kauft es euch. ja, danke fürs Zusehen und wir sehen uns am nächsten Video wieder. Mal sehen, wie viel ich vlogge am Wochenende. Ich habe mir in Hamburg ja die schönste Bluse gekauft. Ich kann nicht erwarten, sie am Samstag zu tragen. Da mache ich mir nochmal einen schönen letzten Morgen hier, bevor ich dann meinen Besuch abhole. Mal sehen, ob ich da vloggen werde, während er da ist. Aber in Dresden werde ich auf jeden Fall vloggen. Ich habe ja auch Urlaub dann. Ja, also jetzt ein verlängertes Wochenende, dann 2 Tage arbeiten, dann wieder ein verlängertes Osterwochenende. Was mir so gut tut. Und ich will das auch ein bisschen als Urlaub haben. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen vorzuarbeiten. Und das ist halt das Ding. Urlaub bedeutet nicht, dass du alles vor- und nacharbeitest. Urlaub bedeutet eigentlich, du machst da Stopp, wo Stopp ist. Auch so ein Gedanke. Naja, unsere Gesellschaft, wozu ist sie verkommen?
Egal. Wir reden nächstes Video. Vielleicht ich will mich mal wieder mit euch hinsetzen und in Ruhe mit euch reden, aber dazu kommen wir noch. Danke für alles. Ich liebe euch. Macht's gut. Nora aus dem Schnitt hier. Ich habe tatsächlich diese Woche in der Wind- und Nebelaktion mit TikTok gemacht und mache da jetzt etwas, was 365 Gedanken heißt. Schaut vorbei, wenn ihr auf TikTok seid und kommentiert gerne. Das ist ein Format, das ist dafür gedacht, dass wir in Austausch treten und ich weiß nicht wieso, aber mein erstes Video hat schon sehr viele Klicks und die anderen auch. Und ich komme nicht so richtig auf dieses viele Klicks-Ding da klar. Aber diesen Gedanken führe ich einfach im nächsten Video aus. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, weil es ist viel wichtiger, was wir hier haben. So diese Community und wie eng wir sind, als viele, viele Klicks zu bekommen. Deswegen lebt auch dieser TikTok-Channel von eurem Austausch.